Es ist ein wirklich großer Tag für den FC Bayern und alle Fans. Vier Profis auf einmal haben ihren Vertrag verlängert. Xabi Alonso um ein Jahr bis 2017, dann Jerome Boateng, Javi Martinez und Thomas Müller bis ins Jahr 2021. Thomas, ist dir die Entscheidung gar nicht so schwer gefallen, weil der FC Bayern ja eine Herzenssache ist für dich? Ja, ich freue mich natürlich, dass das Ding in trockenen Tüchern ist. Es wird sich für meinen Tagesablauf jetzt nicht alles grundlegend ändern, sondern wir blicken natürlich auf die nächsten Spiele oder auf das Spiel in Hannover und dann jetzt aufs nächste halbe Jahr. Aber natürlich für meine Zukunft ist das, denke ich, schon ein Statement. Ich bin gerne hier und will einfach mit dem Verein die nächsten Jahre positiv bestreiten und sehe meine Zukunft ganz klar hier. Danke. Jerome, deine Zukunft auch super hier, weil du deine Ziele beim FC Bayern am ersten erreichen kannst? Ja, auch, absolut. Das ist auch ein wichtiger Punkt für mich gewesen. Ich fühle mich sehr wohl und möchte einfach gerne weiter hier mit der Mannschaft Erfolge feiern. Und mit den anderen Spielern freue ich mich auch, dass sie verlängert haben. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Prima, vielen Dank. Javi Martinez ist im vierten Jahr schon bei Bayern München und jetzt bleibst du so lange. Bist du schon fast ein Münchner? Ja, aber ich bin in München, ich bin sehr zufrieden hier. Ich glaube, vor allem Fußball ist der perfekte Start für Spielen, für Wohnen, zu leben. So, ja, ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Dann genieße es, danke. Und Xabi Alonso verlängert um ein Jahr, da freuen sich die Fans auch sehr darüber. Bist du happy, Xabi? Ja, natürlich. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist eine Top-Verein und ich und meine Familie, wir sind sehr glücklich hier. Ich denke, wir können froh sein, dass wir das jetzt vor Weihnachten noch zu den Akten legen können, dass wir vier wichtige Spieler langfristig beim FC Bayern haben. Und das ist dann auch die Basis, denke ich, dass es dem FC Bayern für die Zukunft auch weiterhin gut gehen wird. Ja, es ist eine wichtige Weichenstellung. Wir wollten auch damit ganz klar auch zum Ausdruck geben, dass, sage ich mal, Richtung anderer Länder, anderer Ligen, die Tür total zu ist beim FC Bayern. Wir werden keine Spieler abgeben, das kann ich heute schon versprechen, die wir auf keinen Fall auch eben abgeben wollen. Und das ist auch so als Zeichen, ich sage zum Beispiel Richtung England, so zu werten. Am Mittag ging es dann noch einmal raus auf den Platz. Abschlusstraining für das letzte Spiel des Jahres am Samstag in Hannover. Nach dem Ausfall von Philipp Lahm wegen einer Zerrung bleiben Pep Guardiola nicht mehr allzu viele Alternativen und dennoch ordentlich Zuversicht. Wow, wir sind 13 Spieler plus 2 Torhüter. So nicht mehr. So, aber ich bin optimistisch und ich denke, dass wir ein gutes Spiel werden tun. Das Problem ist, schon in Urlaub zu sein. Und natürlich Hannover ist nicht die gemütliche Position auf der Tabelle. Ich habe gesehen, wie gut haben letztes Spiel zu Hause gegen Ingolstadt gespielt haben. Da habe ich Vertrauen viel mit diesen 13 Spielen. Ich hoffe, eine gute Leistung zu tun.